Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform LernSachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Dokument gemeinsam mit anderen Gruppenmitgliedern bearbeiten. Dazu begeben Sie sich bitte wieder auf die Seite lernsachs.de, klicken den Login-Button an und melden sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort an. Begeben Sie sich in die Gruppe, in der Sie das gemeinsame Dokument erstellen möchten. In der linken Menüleiste wählen Sie nun unter dem Unterpunkt Organisieren den Reiter Dateiablage aus. Wählen Sie nun oben Datei erstellen. Sie werden nun gebeten, einen Dateityp, zum Beispiel Textdokument, zu wählen und einen Dateinamen und eine Kurzbeschreibung einzugeben. Mit einem Klick auf Datei erstellen wird die Datei in Ihrer Dateiablage erstellt. Um die Datei zu bearbeiten, wählen Sie das Stiftsymbol Bearbeiten aus. Sie gelangen nun in OnlyOffice, eine Applikation, die das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten ermöglicht. Andere Gruppenmitglieder, die zur gleichen Zeit die Datei geöffnet haben, können genau wie Sie nun alle Funktionen der Dateibearbeitung verwenden. Sie sehen immer nahezu in Echtzeit, welches Gruppenmitglied wo welche Änderungen vornimmt, genauso wie die anderen Gruppenmitglieder sehen können, wenn Sie Änderungen vornehmen. Da das Dokument automatisch abspeichert, brauchen Sie nicht extra dafür zu sorgen, dass gespeichert wird. Wollen Sie die Datei verlassen, klicken Sie einfach auf das X in der rechten oberen Ecke. Vergessen Sie am Ende nicht, sich über den Button Logout abzumelden. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!